Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Aufschrei ist groß, das heißt, ich weiß gar nicht, wie groß der Aufschrei eigentlich ist, aber zumindest die Presse berichtet eifrig drüber. Es gibt neue EU-Lebensmittelverordnungen für 2023. Und eine dieser neuen Lebensmittelverordnungen, die erlaubt eben der Industrie die Verwendung des glänzend schwarzen Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln. Allerdings nicht den ausgewachsenen Käfer, den wir hier sehen, sondern die Larven. Die Larven werden für den menschlichen Verzehr gezüchtet und zu Lebensmitteln verarbeitet. Im Futtermittel- und Lebensmittelhandel werden die Larven fast ausschließlich unter dem Handelsnamen Buffalo-Würmer vermarktet. So kann man sich die Larven des Getreideschimmelkäfers ungefähr vorstellen. Als nächstes kommen wir zu den Heimchen oder Hausgrillen. Heimchen werden weltweit als Speiseinsekten genutzt, vor allem in Asien. Auch in Europa werden Heimchen für verschiedene neuartige verarbeitete Lebensmittel wie Fitnessriegel, Insektennudeln, Burgerbratlinge oder Insektenbrot verwendet, meist in gemahlener Form, also als Grillenmehl. In der Europäischen Union erhielt die Hausgrille mit der Durchführungsverordnung 2022 Nummer 188 vom 10. Februar 2022 eine Zulassung als neuartiges Lebensmittel in gefrorener, getrockneter und pulverartiger Form. Im Januar 2023 folgte mit der Durchführungsverordnung 2023 Nummer 5 eine zweite Zulassung für Hausgrillen in Form von teilweise entfettetem Pulver. Eben und sowas könnte in Zukunft zum Beispiel in Form von Keksen oder in Form von Backwaren auf den Markt kommen. Aber keine Angst, ganz wichtig, das ist alles deklarationspflichtig. Das heißt, auf der Verpackung muss meines Wissens sowohl der lateinische Name als auch die deutsche Bezeichnung mit draufstehen. Es wird also niemand gezwungen, solche neuartigen europäischen Lebensmittel zu essen, wenn er das nicht möchte. Vorausgesetzt, man macht sich halt die Mühe, sich die Inhaltsangaben auf den Verpackungen durchzulesen. Was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, es gibt auch schon eine Menge ekelhafte Sachen. Da braucht es gar keine neuen Lebensmittelverordnungen. Ich habe mir hier extra für dieses Video diesen Trolley-Burger gekauft. Diesen Big Burger. Der besteht rein aus Gummi, schmeckt sehr lecker. Ich mag das, vor allem auch das Grüne oder Blaue. Das kennt man auch aus anderen Gummibärchen, so blaue Haifische, vielleicht kennt ihr die. Und wenn man sich da mal die Verpackungs- bzw. die Zutaten genauer anschaut, und das mache ich jetzt mal, dann könnte man recht schnell hellhörig werden, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Ich versuche da mal ranzuzoomen. Also ein Gummibonbon. Da ist unter anderem drin Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säurungsmittel, Zitronensäure, Milchsäure, Geliermittel, Pektin, Aromen. Und dann sind da auch Farbstoffe drin, zum Beispiel echtes Karmin und Brillantblau FCF. Also das, was ich hier so lecker finde, ist in dem Fall Brillantblau FCF. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Das ist irgendein chemisches Zeug. Das ist sehr umstritten, meines Wissens. Nicht unbedingt empfehlenswert. Und auf die Tomatenscheibe hier unten, die natürlich auch aus Gummi ist, aber eben mit echtem Karmin gefärbt ist, auf die wollen wir jetzt nochmal etwas genauer eingehen. Das hier sind getrocknete Cochenille-Schildläuse. Karmin ist ein aus Cochenille-Schildläusen gewonnener roter Farbstoff, dessen Hauptbestandteil die Karminsäure ist. Mitunter wird der Begriff Karmin für alle aus Schildläusen gewonnenen Farbstoffe verwendet. Und das geht so. Der Farbstoff wird aus trächtigen weiblichen Schildläusen gewonnen. Zur Gewinnung der Farbe werden die Läuse mit Essig gewaschen und getrocknet. Dann werden sie in Wasser unter Zusatz von etwas Schwefelsäure ausgekocht. 1 Kilogramm getrocknete Schildläuse ergeben ca. 50 Gramm Karmin. Der Farbstoff wird zum Beispiel in der Kosmetik eingesetzt, kommt zum Beispiel bei Lippenstiften sehr häufig zum Einsatz. Es ist auch in Lebensmitteln sehr beliebt, dort gekennzeichnet als E120. Es darf für Konserven von roten Früchten, Käse, Fischrogenimitate, Makronencreme, Brotaufstriche aus Obst und Gemüse, Frühstücksgetreidekost, Wurst- und Fleischzubereitungen, Fisch- und Krebstiere,
Fisch- und Krebstierpaste und aromatisierte Getränke, zum Beispiel Campari, verwendet werden. Wie ihr seht, kommt es aber auch in Gummibärchen oder zum Beispiel in Erdbeerjoghurt mancher Hersteller zum Einsatz. Und zum Schluss kommen wir noch auf das Thema Schellack zu sprechen. Oder Schellack, Tafellack, Plattlack oder Gummilacker und Lackharz. Eine harzige Substanz, die aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus nach ihrem Saugen an bestimmten Pflanzen gewonnen wird. Und Schellack ist wohl ein ganz wichtiges Produkt. Früher hat man das zum Beispiel für Schallplatten eingesetzt, sogenannte Schellackplatten. Und auch heute setzt man das noch zur Möbelpflege ein, zur Lackherstellung im Musikinstrumentenbau, in der Zahntechnik, bei der Herstellung von Zigaretten und vieles, vieles, vieles mehr als Trennmittel und so weiter. Und eben auch im Lebensmittelbereich sowie im Medikamentenbereich. Das ist nämlich ein magensaftresistentes Überzugsmittel für Medikamente zur verzögerten Freisetzung oder zur Freisetzung im Darm. Und im Lebensmittelbereich wird es auch mit der Kennzeichnung E904 eingesetzt. Spontan fallen mir die weißen Mentos-Kaubonbons ein oder zum Beispiel die Kinder-Schokobons. Ja. Und das war's. Vielen Dank für euer Interesse. Diesen Burger wollte ich eigentlich nicht essen, obwohl das wäre mal ein nettes Abo-Special. Vielleicht, wenn wir 600 Abonnenten zusammen haben. Hinterlasst mir wie immer gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.